Carspotter aus ganz Europa kamen beim zweiten Cars & Coffee des Motorworld-Standpunktes in Böblingen auf ihre Kosten. Schon an der Einfahrt wurde der Event zum Public Viewing Festival, während die Boliden einrollten und die Fahrer das Bad in der Menge genießen durften. Alles, was viel PS unter der Haube hat, limitiert und selten ist, fuhr auf dem ehemaligen Stuttgarter Flughafengelände vor. Ferrari F12 Novitec, N-Lago, Mercedes-Benz CLK GTR, Mercedes-Benz G63 6x6, BAC Mono, Lamborghini Aventador SV, BMW M4 GTS oder McLaren 650S One of Seven sind nur einige klangvolle Namen der Supercars, die es zu sehen gab. Rund 500 Fahrzeuge wiesen, jeder einzeln für sich, mehr als 300 PS auf. Ein Augen- und Ohrenschmaus für die Besucher. Wie immer bei Szenetreffs in der Motorworld-Region Stuttgart sorgten die vielfältigen Gastronomiebetriebe vor Ort und Stände im Außenbereich für das leibliche Wohl der Besucher. In den genussrichtig heißen Cafés, im wahrsten Sinne des Wortes, kamen die Fahrzeugfahrer auch. Schon bei der Einfahrt wurden die teilnehmenden Fahrzeuge mit Giveaways und Gutscheinen versorgt. Schließlich waren die Cars die Stars an diesem Cars & Coffee Sonntag bei der Motorworld. Auch die Händlermeile wie Aston Martin Stuttgart, Autohaus Gohm, Tech Art, Voss Vision of Speed, Sievers Tuning, Dörr Group, Race Chip, Seeker Tuning, Drive Ends und Tesla waren gut besucht. Für die mehr als 5000 automobilbegeisterten Gäste ging ein erfüllter Tag zu Ende. Auch wenn die meisten Fahrzeuge immer ein Traum bleiben werden.